Willkommen zurück, meine lieben Slime Rancher Freunde. So. Machen wir erstmal Gartenarbeit. Das, was immer ansteht, halt. So. Lüpp. Oh, hier ist nichts mehr. Wir haben hier aber noch zwei. Guss. Können wir hier reinschießen? Huch. Das müssen wir auch schon können, ne? Ah, bevor wir jetzt in den Garten gehen. Da oben habe ich gesehen. Euch beide da auch. Könnt ihr hier kommen? Ihr werdet schön verfüttert hier. So. Ah, und ihr habt. Oh. Die Fützis haben auch schon wieder gearbeitet. Nehmen wir gleich mit. Dann wollen wir mal gucken, was die Maschinchen jetzt hier gemacht haben. Sind die schon fertig? Ah, ne, der muss noch 7 Stunden und der auch. Okay. So, wie sieht's bei euch aus? 11 und 11. Na denn. So, ihr hattet auch Bären. Dann bekommt ihr mal neue Bären. Und dann ziehen wir uns hier mal den Blöd raus. So. Das klappert immer schön, wenn wir Blöd einsammeln. So, dann füttern wir hier unsere Maschine mal damit. Viel besser. Dann gehen wir jetzt einmal hinten zu unseren anderen beiden Slime-Gehegen hier unten. Ah, wird die Sand auffällig. Jetzt habe ich gerade die Sand dazu gesagt. Ich meine die Herzmühle. So, wieder neu anpflanzen. So. Ihr habt ja schon wieder nichts mehr hier. Ist ja schlimm. So, kriegt ihr mal 10 Stück. Ihr kriegt den Rest. So, dann ziehen wir uns hier mal den radioaktiven Flirt. Den Mega-Flirt. Euch muss ich noch mal irgendwas kombinieren. Und hier nochmal den Felsblurt. Dann gehen wir nochmal zurück. Bestücken auch damit erstmal die Maschine. Denn so wie es aussieht, gibt es hier relativ viel, was wir basteln können. So. Genau. Dann können wir hier vorne mal 2 fabrizieren. Das war Meatsplurt. Ja, machen wir auch nochmal 2. Weiß noch nicht, was da rauskommt. So. Dann sollte ich hier vielleicht noch ein Gehege nochmal hinbauen. So, das bauen wir dann auch total aus. Geld haben wir ja genug. Und dann mal gucken, was wir da reinpacken. Also ich denke mal, wenn wir hier nochmal einen Garten hinstellen. So. Zack. Was bauen wir denn hier am besten an? Ich hab eine Idee. Eine kleine. Wir hatten ja hier noch Karotten liegen. Nehmen
nehmen wir uns mal mit. Pflanzen jetzt hier einmal Karotten. Und dann hier packen wir den Rest Karotten rein. Dann holen wir uns hier mal aus dem Gehege hier hinten. Genau. Jetzt nehmen wir auch mal kurz mit. So. Einmal Gehege säubern. Ja, da ist aber soweit nichts mehr drin, da sind nur noch Herzrüben. So. Packen wir euch die restlichen Herzrüben mal rein. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell los und holen uns mal ein paar pinke Slimes noch. Machen wir heute mal eine volle Umbaufolge hier. Dann haben wir nochmal Karotten, die nehmen wir auch mit. So. Ah, den Blöd kann ich nicht mitnehmen. So. Zack und zack. So, ihr habt euch ja schon satt gegessen. Ja, schlimm mit euch. Immer diese wilden Slime. So, dann kombinieren wir hier jetzt nochmal Pink und Fels. So. Und hier habt ihr dann gleich was zu essen. Ah, drinnen bleiben, Kleiner. Oh, da freut sie sich ja aber auch gleich. So, die müssten ja bald fertig sein. Aber jetzt will ich sowieso mal gucken, ob wir in der Höhle vielleicht was hinsetzen können. Würde mich ja interessieren. Ja, geht. Machen wir hier mal so eine Neulingspumpe hinstellen. Gucken wir hier hinten. Wenn ich das jetzt zu weit weg mache, dann... So, machen wir hier nochmal so einen Neulingsbohrer. Gehen wir mal kurz in ein anderes Gebiet hier vorne in der Startfarm. Ah, hier können wir auch welche hinstellen. So, und so. Haben wir jetzt noch ein bisschen mehr. Dann bohren wir auch mal ein bisschen was. So, Tee wieder aus. So. Nehmen wir mal kurz die ganzen Minzmangos mit. So, Lolle. Oh. Wir haben ein Bäumchen weniger. Mit. Weil du bist ja einer der gefährlichen Sorte. Was der noch nicht in die Luft geflogen ist. Hätte ich mal nichts gesagt. So. Das kriege ich leider nicht raus. Deswegen packe ich dir jetzt hier erstmal ein paar so hin. Ah, die Herzrüben sind auch wieder fertig. Dann nehmen wir die nochmal mit. So. Huch. Verlaufe mich hier jedes Mal. Schnappmann. Nee. So. Hast du jetzt gerade Fuchs gemacht? Ja, da freust du dich, wa? Ah.
Oh, ich kann ja sogar sprinten. So. Bitteschön. Und jetzt noch die anderen. Das wird wohl seine Zeit brauchen. So, dann den nächsten hier. Und flups. Mensch, was ist denn heute mit meinem Hals los? Ist ja schlimm. Wir sind auch schon mit dem Herzblüten fertig. So. Um uns den nächsten. Oh. Der geht gleich wieder in die Luft hier. So. Noch ein. Dann machen wir nämlich hier nämlich den Keller, den gefährlichen Snipes, also sprich die, die dann halt auch ein bisschen mehr Aua machen. Und hier lassen wir dann halt sozusagen die Slimes, die dann nicht so gefährlich sind. Lass mich durch. Gefährlicher Slime unterwegs. So. Ah, fehlen ja nur noch zwei, drei. Drei Stück noch. Du bist jetzt der Letzte. Der hat's mal übel genommen. So. Und du kommst jetzt auch zu deinem Kollegen. So ein bisschen Ding da. Oh. Aua. So. Ein Spiegelpferd fehlt euch noch. Den hole ich noch. Dauerteleporter, oder? Ne? Komm. Grauer Teleporter. Okay. Cool. Viele Teleporter, die wir bauen können. So. Dann wollen wir hier nochmal kurz auf. Schick.
Passt doch. Da muss ich mir noch überlegen, also ich würde gerne noch Honig wieder zu holen. Nochmal gucken nach den Bauchnähen. Weil sie nochmal kurz Vater werden ab. Vom Strauch. Das wäre ja sowieso gleich runtergefallen. So, und dann hier einmal auffüllen. Gehen wir kurz nochmal nach hinten die Gehege ein bisschen auffrischen. Ah, ihr seid noch lieb. Ihr seid bloß wieder unsichtbar. So. Ihr habt ja auch schon wieder zu essen. Ich hätte jetzt hier die Herzen. Und die Karotten sind auch schon fast fertig. Und ihr dreht da schön eure Runden. Das ist schick. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier rauskommen. Sumpfwachs. Okay. Ah. Uröl. So. Damit füttern wir unsere Maschinchen hier. Uröl, das brauchte ich doch für irgendwas. Jetzt wollen nur noch Tiefenkonsolen. Kann ich sowas basteln hier? Hehe. So, Warp-Technologie. Okay, müssen wir erstmal gucken, was wir hier noch so haben. Wir haben ja jetzt hier ganz viele Teleporter. Könnten noch mal so Wassergeschütz kaufen. Oder Slimeball? Nee, können wir nicht. Medistation. Pinkes Warp-Depot. So, können wir auch mal kaufen. Kaufen wir Buch. Kaufen wir uns hier mal ein bisschen durch. Wird ja nicht schlecht. Ja, komm, nee, die Station werde ich wohl nicht brauchen, aber kann man ja mal machen. So. Das braucht Spiraldampf, Tiefenkonsole, Pflützen, und Knallplört. Und die brauchen immer was anderes. Ah, okay. Lavastaub. Auch sehr interessant. Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach Hause. Und schon wieder zum Trottenhof. Sammeln wir aber mal schnell weg hier. So. Und das Ding ist ja jetzt leer. Füllen wir hier mal mit Karotten auf. Man schafft ja schon fast gar nicht mehr in einem Tag alles, was man alles sich vornimmt. Das ist ja schlimm hier. Aber nun gut. Machen wir jetzt erstmal gute Nächte. Und ich mache mal eine Folgenpause. Also, bis dann.